Herzlich willkommen in der Anstalt. Meine Damen und Herren, es ist Wahnsinn, der Hammer, oder? Es ist schon der Wahnsinn, es geht uns super, es ist alles toll, es wird ja immer toller. Es geht uns ja noch besser als vor einem Monat. Es ist ein Traum. Blöd ist nur, wenn dann mal einer aus dem Traum erwacht. Und stellvertretend für viele unserem Bundespräsidenten persönlich sagen möchte, dass es mit dem Supergehen vielleicht doch nicht ganz so ist wie vorgestern, dann wird er einfach für verrückt erklärt. Ne? Man könnte auch Mut der Verzweiflung dazu sagen, aber egal. Nein, unsere große Politik, ein super Vorschlag, jagt den Nächsten, oder? Ja, da musst du nur mal die Meldungen von den letzten Stunden nehmen. Also das Arbeitslosengeld 1 soll jetzt doch in Teilen verlängert werden, damit die Rente mit 67 nicht Hartz IV beantragen muss, um so die Agenda 2010 nicht zu gefährden, die man ohnehin nur noch mit viel Jacobi 1880 ertragen kann. Aber Schnaps wird es ja bald keinen mehr geben, wenn der Plan wieder aufgegriffen wird von unserer tollen Familienministerin, die gern hätte, dass Jugendliche zu Testzwecken die Schnapsreserven an Kassen wegsaufen. Kaufen, Entschuldigung, das ist unglaublich, oder? Solche Vorschläge machen Menschen, die wir bezahlen, unsere Politiker, die Scheinriesen aus Lummerland, die in Bayern einen Markus Söder zum Europaminister machen müssen, weil er zum Pförtner im Landtag nicht taugt. Das ist unglaublich. Es ist ehrlich, ich kann nichts dafür, aber es verfestigt sich in mir der Eindruck, immer mehr davon gehören hier eingeliefert. Aber es geht nicht. Es geht nicht. Wir sind belegt, wir sind voll bis unters Dach. Was glauben Sie, warum man von Wolfgang Schäuble in den letzten Tagen nicht so viel gehört hat? Den haben wir ja gut eingestellt. Nein, geht es Ihnen nicht auch so? Also gerade, wenn ich an so Nasen denke wie Schäuble und Jung, ne, da komme ich nicht umhin, dass ich sage, wir sind nicht nur von Irren umzingelt, wir werden von Ihnen regiert. Bis auf einen. Und damit kommen wir jetzt zum traurigsten Ereignis der vergangenen Wochen. Edmund Stoiber ist weg. Oh. Ja, ne? Der wandelnde Aktenordner soll jetzt in Brüssel die Bürokratie abbauen. Am meisten bin ich ja gespannt, wer übersetzt dort seine freien Reden? Sein Abschiedsgeschenk hat er sich ja selber gemacht, den Transrapid. Der kommt ja. Ne, pünktlich zum Oktoberfest 2012. Wahrscheinlich, weil es sich darin noch schneller kotzt, als im Freefall Tower nach 8 Maß, 4 Leberkässemmeln und 1 Pfund gebrannter Mandel. Ja, genau, das ist richtig. Sie steigen in den Münchner Hauptbahnhof ein, würgen nur 10 Minuten und ihr Erbrochenes ist schon am Flughafen. Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Ich finde, Sie sollten jetzt keine Stoiber-Parodien mehr machen. Das dürfen Sie erst wieder, wenn er Bundespräsident ist. Vorher nicht. Das wird er nicht. Bundespräsident sein ist ein gefährlicher Beruf. Ich bin am Sonntag von einem Bürger berührt worden. Herr Priol, machen Sie jetzt nicht noch den Köhler. Sagen Sie nichts. Warum denn? Ich habe so selten Gelegenheit. Ja, kein Wunder, dass Sie keine Gelegenheit haben. Wenn Sie dauernd mit Pfadfindern am Lagerfeuer rumlungern oder da den Affen machen bei Schloss Bellevue am Tag der offenen Tür für den Urnenpöbel rumturnen, da haben Sie natürlich keine Zeit. Offen wollte ich sein und manchmal unbequem. Ja, dann können Sie sich beschäftigen. Drehen Sie mal eine Runde im Osten. Treffen Sie sich mal mit Schauspielern in Halberstadt und ziehen Sie mal ohne Geleitschutz durch die Stadt auf eine Pizza zum Inder. Oder fallen Sie durchgeknallten Ministern in den Arm, die Axt an die Verfassung legen. Da haben Sie zu tun. Das darf ich nicht. Da wird Frau Dr. Merkel böse. Und die hat mich erfunden. Jetzt ist es aber auch hier. Also jetzt mal. Wir können doch jetzt nicht den ganzen Abend mit diesem Gedudel weitermachen. Das bringt mich auch völlig raus. Ich wollte mich über was ganz anderes aufregen. Ja, natürlich wollen. Das haben wir doch abgesprochen. Transrapid. Richtig. Ja. Und wie waren wir darauf gekommen? Ja, durch mich natürlich. Ja. Weil... Das ist,
Mein Denkmal, mein Transrapid, ein Zug wie ich, ein Gleiter auf Stelzen. Jetzt ist es dann aber auch gut. Der ist erledigt, der Transrapid ist auch erledigt. Eine Mehrheit der Bevölkerung will das Ding doch überhaupt nicht. Ja, eben. Was eben? Ja, eben, wenn die Mehrheit vom Volk irgendwas nicht will, dann kann man garantiert sicher sein, dass es kommt. Wollten Sie gentechnisch veränderte Maispflanzen? Natürlich nicht. Na bitte, sind da. Wollte das Volk eine Verlängerung des Mandats für Afghanistan? Nein. Bitte, wird durchgewunken. So läuft es. Ah, ach so. Und deswegen wird jetzt die Bahn zu 5% ihres Warenwertes an die Russen verramscht, weil es keiner will? Ja doch, einer schon, Medan. Aber warum will der das? Mit den Russen? Ja, ist doch ganz einfach. Wegen der Züge, damit die pünktlich, wegen der Börse. Haben Sie schon mal von streikenden russischen Lokführern gehört? Nein. Ja, ich denke, die werden vorher erschossen, nicht? Ja, eben. Aber erst recht, wenn Sie sich erdreisten, eine 31-prozentige Gehaltserhöhung zu fordern. Ja, das gibt's ja bei uns auch nur für Geschäftsführer von Krankenkassen, aber nicht bei der Bahn. Ja, schon, aber nur für den Vorstand. Die haben sich im letzten Jahr das Doppelte bewilligt. 62%. Bei der Bahn, der Vorstand der Bahn? 62%? Und ganz ohne Streik? Ja, auf dem kleinen Dienstweg. Ach ja. Da wäre doch mal interessant zu wissen, was hat denn der Mehrheitsaktionär eigentlich dazu gesagt, zu dieser Gehaltserhöhung? Wer? Der Mehrheitsaktionär, der Eigner der Bundesbahn, die deutsche Bundesregierung, Frau Merkel. Wer? Die Kanzlerin. Ach so, die. Die muss sich doch dazu geäußert haben. Die mit der Richtlinienkompetenz. Ja, was hat die denn gesagt dazu? Ja, nix. Die hat uns durch ihren Regierungssprecher Wilhelm mitteilen lassen, dass dafür Herr Tiefensee zuständig ist. Wie schön. Und was hat er gesagt? Ja, auch nichts, weil der ist ja beschäftigt. Der muss kleine Bahnhöfe schließen, Regionalstrecken stilllegen, die nächste Fahrpreiserhöhung abwinken. Der muss sich ranhalten, damit der Medan ihn nach der nächsten Wahl in den Vorstand übernimmt. Wenn da noch Platz ist. Weil er wäre dann der 6. Minister, dem die Bahn das Abstellgleis vergoldet, nicht wahr? Allen voran übrigens Otto Wiesheu. Ja, das fand ich aber einen sehr netten Zug, weil Otto Wiesheu auf dem Abstellgleis, das sorgt für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Das ist auch sehr gut. Aber da kann man ja... Aber gegeben. Da darf man ja gespannt sein, was die Chemnitzer Arbeitsrichter vom Christkind dann kriegen, nicht wahr? Wenn sie so brav dem Bahnchef in den Hintern gekrochen sind. Ja, das ist doch klar, das haben sie alle schon ausgeschnappt. Chemnitz kriegt bald einen ICE halt. Ah, mit Transrapid Shuttle. Ja, natürlich. Ja, nein, natürlich nicht. Das ist ja mein Transrapid. Nein, es ist nicht Ihr Transrapid. Sie sind auch nicht Edmund Stoiber. Gehen Sie jetzt und legen Sie sich hin. Ja, gut. Es wird besser sein für Sie. Darf ich den Aufzug nehmen? Was? Darf ich den Aufzug nehmen? Ja, was ist denn mit Ihnen los? Was ist das denn für eine Frage? Danke. Sag mal, bin ich bescheuert? Jetzt frage ich denn, ob ich den Aufzug... Das ist doch mein Lift! Oh mein Gott. Irgendwas ist mit Ihnen. Also, finden Sie nicht auch, dass er irgendwie merkwürdig ist? Jetzt habe ich was vergessen. Ich wollte ihn fragen. Vielleicht wissen Sie es. Was mich beschäftigt ist, warum die Bevölkerung so viel Verständnis für diese Lokführer aufbringt. Ist doch seltsam, nicht? Normalerweise ist das doch gar nicht so bei solchen Streiks. Nicht? Und das sind ja scheinbar völlig absurde Forderungen. Und die Bild-Zeitung auch. Nicht? Die Bild-Zeitung normalerweise hat ja als erstes den Gewerkschaftsboss geschlachtet. Nicht? Diesmal nicht. Noch nicht mal irgendwelche schmierigen Berichte von faulenzenden Lokführern in Florida oder so. Warum nicht? Nur weil der Gewerkschaftsboss CDU-Mitglied ist? Das glaube ich nicht. Oder hat Medorn zu wenig Werbeanzeigen beim Springer Verlag geschaltet? Ich glaube, vielleicht ist es was anderes. Vielleicht haben die Springer-Leute bei aller journalistischen Unredlichkeit ein ordentliches Maß an Opportunismus bewahrt. Und die haben gemerkt, dass der Hauptzielpunkt der Bild-Zeitung, nämlich der kleine Mann auf der Straße, dass der klammheimlich Freude hat an der Wiederaufnahme des alten Volksstückes Alle Räder stehen still. Nicht? Man identifiziert sich. Und vielleicht merken die das. Nicht? Zumal ja jeder kleine Mann früher auch mal Lokomotivführer werden wollte. Nicht? Ich übrigens nicht. Ich wollte immer Richter werden. In meinem Traum habe ich schon Graf Lambsdorff, ThyssenKrupp und Kohl vor mir zitternd stehen gesehen. Auch kleine Ganoven wie Kanter und Koch von wochenlanger, wunderbar, ich hatte sie in Vorbeugehaft genommen. In Beugehaft nennt man das, glaube ich. Nicht? Die waren völlig fertig, unrasiert, zerlumpt, kein Gürtel. Nicht da die Hose mit der Hand halten, haben sie mein Urteil entgegennehmen müssen. Ein Traumberuf. Richter und immer nur für eine Straftat. Arglistige Täuschung des Volkes. Und keine Sorgen, das ist nur Eisen. Damit meine Wut nicht an Kraft verliert. Wo waren wir stehen geblieben?
Lokführer, glaube ich, nicht? Ja, interessant mit den Lokführern überhaupt. Generell, wenn Sie so die Themen der letzten Wochen mal betrachten, da braut sich was zusammen, nicht? Am unteren Rand der Gesellschaft. Der Kampf um Arbeitslosengeld und Mindestlohn, um ein paar Kröten mehr für die Hartz-IV-Empfänger, nicht? Und dann die Rente wackelt im Renteneintrittsalter und Krankenhäuser, hört man, und die Patienten gehen finsteren Zeiten entgegen. In Ostdeutschland werden aus Geldmangel Kinderheime geschlossen. Und in deutschen Altersheimen darf auch wieder ungestraft die Prügelstrafe praktiziert werden. Gut, das muss man jetzt nicht überstrapazieren, ist auch jetzt nicht so bedeutsam. Da ist ja der materielle Schaden relativ gering. Nicht wahr? Ja, das, Sie halten das für zynisch. Das ist überhaupt nicht zynisch. Ich zitiere nur die aktuelle Rechtsprechung in Deutschland. In einem westdeutschen Pflegeheim ist kürzlich eine alte Frau krankenhausreif geprügelt worden und die Anzeige der Familie führte nicht zur Verurteilung. Der materielle Schaden war zu gering, hat das Gericht befunden. Merken Sie was? Wie das Klima sich verändert, nicht? Wie es am unteren Ende des Überlebens- und Verteilungskampfes in unserer Hackordnung im Land allmählich ein bisschen härter zugeht. Neulich hat einer der Zeitung geschrieben, manche hätten wohl gedacht, es würde bei diesem Aufschwung etwas verteilt werden. Ein doppelter Konjunktiv, damit er hält. Er wird auch bleiben, der Konjunktiv. Er wird es auch bleiben, weil es wird nämlich nicht verteilt. Es ist schon längst verteilt. Entsprechend gut ist auch die Stimmung am oberen Rand der Hackordnung. Geradezu Zuversicht regiert, könnte man sagen. Nicht, dass, gut, es gibt Turbulenzen am Finanzmarkt. Wobei, die Banken trauen sich gegenseitig nicht mehr über den Weg. Das haben wir aber noch nie gemacht. Nicht, dann 400 Millionen Nachzahlung Siemens und Bußgeld. Mein Gott, die sagen, das ist ein Schnäppchen. Es hätte leichte Milliarde sein können. Sie sind eigentlich ganz froh beim Konzern. Brauche ich Ihnen auch gar nicht erzählen, Sie wissen es ja nicht. Kriegen Sie alles mit. Wir kriegen ja jeden Tag die aktuelle Börsenbericht direkt an Nachrichten. Mehrfach, nicht? Obwohl nur jeder zehnte Deutsche Aktien hat. Aber jeder fünfte Deutsche ist überschuldet. Und es gibt keinen täglichen Schuldenbericht im Fernsehen. Schade eigentlich, nicht? Im Gegenteil, die Schuldnerberatungsstellen in Deutschland, die kriegen gerade die Planstellen zusammengestrichen. Bei steigender Nachfrage, so seltsame Marktwirtschaft, nicht? Das wäre doch mal ein toller Nachrichtenblock, finden Sie nicht? Und nun schalten wir rüber, nicht wahr, zum Rand unserer Gesellschaft. Und wir schauen aufs Börsenparkett und dann in den Schuldenkeller. Das wäre mal eine interessante Neuinterpretation unseres öffentlich-rechtlichen Anstaltsgedankens, nicht? Was halten Sie da? Was ist denn die los? Sie transpirieren aber schon überdurchschnittlich, Herr Dombrowski. Ja. Sie sind auch nicht mehr der Jüngste? Nein, bin ich nicht. Wer sind Sie? Also der neue Kardiologe sind Sie nicht. Nobelpreisträger? Nein. Ornithologe. Ornithologe? Brauchen wir nicht. Ich bin kein Zaunkönig, guter Mann. Vielleicht ein Pfau? Sie? Sind Sie? Herr Dombrowski, es ist so, wir Ornithologen, wir werden ja manchmal in Zeiten des Sprachzerfalls herbeigezogen, um diese Laute wieder zu dechiffrieren. Oder vielleicht sogar eine eigene Sprache daraus zu entwickeln. Ja, da brauchen Sie bei mir keine Mühe geben. Meine Grammatik ist in Ordnung, guter ja, Mann. Ja, leider. Sie verwenden viel zu viel Aufwand für das bisschen Kritik. Was? Also jetzt hören Sie mal, ich bin Analytiker und kein Spaßmacher. Ich habe hier einen Aufklärungsauftrag. Ja, das ist ja das Fragwürdige an Ihrem Beruf. Was? Schauen Sie, mittlerweile wird mehr Zeit darauf verwandt, den Schwachsinn zu kommentieren, als das überhaupt stattfindet. Schauen Sie, wenn der Herr Medorn rülpst, dann machen Sie einen Vulkan draus. Das ist doch kontraproduktiv. Ja, aber was soll man Ihrer Meinung nach machen? Ja, zurückrülpsen. Sprachzerfall als Chance, so eine Art Rülps-Stenografie. Was heißt das? Dass Sie den Schwachsinn durch akustische Banalisierung transparent machen wollen? Genau. Das ist eine interessante Idee. Spart auch Energie übrigens. Ja, und Zeit. Den Menschen wird Zeit zurückgegeben. Verstehen Sie das? Ja. Die kann er nutzen. Ja, wofür? Computerkurse? Wellness? Herr Dombrowski, es ist doch so, die Menschen wissen längst, dass sie beschissen werden. Das muss man ihnen noch stundenlang und seitenweise nahebringen. Schauen Sie, welcher vernünftige Mensch hört sich eine Rede von Peter Ramsauer an, wenn das, was uns der sagen will, auch durch... Ich weiß ja. Das ist ein bizarres Beispiel. Und wenn jetzt Angela Merkel schweigt, das reicht auch, versteht jeder? Das versteht jeder. Aber was mich wundert, dass Sie es nicht verstehen. Dass Sie immer wieder darauf reinfallen. Ich weiß schon, ja, man nennt sie die Stalin-Orgel des deutschen Kabaretts. Ja, schon, aber warum stundenlang orgeln für dieses Volk von Maultrommlern? Braucht es doch gar nicht. Was soll ich sagen? Das, wunderbar, das war's doch. Was? Da, 4 Sekunden, 4 Silben, alles ist gesagt. Eine wunderbare Szene über die Grenzen der Aufklärung. Ha?
Womöglich haben Sie recht, aber ich glaube, einer wie ich, der würde daran ersticken. Das geht nicht, guter Mann. Nein, naja. So kann ich das nicht. So ich auch nicht. Danke. Nein, er mag da ein Problem haben damit, aber Gott sei Dank, Sie sind ja vorbereitet, die Bevölkerung. Schauen Sie, in meiner Heimatstadt, da gibt es eine Promenade. Und an der, wenn Sie nach Mitternacht spazieren gehen und es raschelt im Gebüsch, dann ist das nicht der kleine Exhibitionist aus dem Priesterseminar. Nein, das sind wir Ornithologen mit unseren Mikros. Und wir warten und warten und warten, bis kämmern. Das haben wir sehr schnell dechiffriert. Das heißt, ich komme aus Freyung, heiße Hirst, bin 17 Jahre und suche Anschluss. Und jetzt, wenn der Hirst dann noch so ein kleines dran hängt, dann heißt das wiederum, ich bin paarungsbereit. Mein Herz gehört dem FC Bayern, aber mein Schwanz ist noch frei. Von irgendwelchen Vergewaltigungen, da weiß ich nichts. Jetzt, wenn das Weibchen drauf antwortet, dann heißt es, meine Eltern sind zwar Akademiker, aber wenn ich dieses Arschloch mit nach Hause bringe, dann finanziert man die 3 Monate Gran Canaria, nur damit ich von entdeckt bin. Von Erpressung in dem Sinn, wissen die nichts. Jetzt haben aber wir Ornithologen herausgefunden, dass das tradierte Laute sind, ja? Die innerhalb einer Familie von Generation zu Generation modifiziert weitergegeben werden. So hat zum Beispiel dieses vom Hirs hat sich in die 70er Jahre bei seinem Vater nur so erklärt. Hiege, 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 hoi, hoi, hoi. Hiege, 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 hoi, hoi, hoi. Das hat geheißen, ich spiele beim VfB Grafenau. Gegen den wir gespielt haben, weiß ich nicht mehr, aber einen Humpen pressen wir uns noch ein. Weil ohne 10 andere, die genauso Arzung sind wie ich und sich einen Haxen abhauen lassen, bin ich nur ein kleines Weitler-Arschloch. Vom Kinderschlang, da weiß ich nichts. Das war nur die Fortsetzung allerdings des berüchtigten Großvaterschreis. I geil, I geil, I geil, ei, 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 ei. Das hat geheißen, ich komme aus Pfarrkirchen. Vom Hitler weiß ich nicht mehr viel. Ich weiß nur, dass wir immer Rührei geschrien haben und viel zu Fuß gegangen sind. Von irgendwelchen Judenvergasungen. Da weiß ich nichts. Nun ist es so. Diese autochthonen Stämme sind nicht mehr alleine. Es gibt Zuzüge, Mischformen, Mischschreie. Einer der berühmtesten Mischschreie momentan ist. Gibt viele Übersetzungen. Die Originalübersetzung heißt: Ich heiße Silke, komme aus Düsseldorf, studiere BWL und muss mich schon allein deshalb übergeben. Das ist eine. Das ist eine Unverschämtheit. Das ist eine Unverschämtheit. Es muss Schluss sein. Sie staatsversetzen das Meerschweinchen. Sie, Herr Priol. Sie Zimmerschied. Herr Priol, ein Geschenk. Ein früher Strauß. Einer der ersten 4 Silber. Bei seinen Diadochen hob sich ja dann die Tonhöhe und die Rhythmik immer etwas an. Ja, das ist, wir haben es, ja. Es konnte, es musste, wir haben sehr das, es darf schön. Nicht, ich will nicht, es kann nicht sein. Bis sie übrigens dann ganz verstummte. Einem tschechischen Kollegen ist es vor kurzem in München gelungen, sogar Folgendes zu dechiffrieren und das war eine Meisterleistung. Und? Das bedeutet, ich heiße Erwin Huber und werde die Geschicke dieser Partei in ferner Zukunft leiten. Halt! Rechts vom Lift ist die Wand. Ich verstehe ihn ja. Ne? Man knallt einfach leicht durch in dieser Zeit, weil man einfach nicht mehr, man weiß nicht mehr, was ist, wo ist, wer ist.
Ne, alle sagen, hey, super, und Jubel und Taumel, und es geht uns prima. Gut, wir dürfen halt nicht mehr tanken, heizen oder kochen. Ne, weil bei den Energieversorgern die Kosten für ihre Beschaffungskriminalität so exorbitant gestiegen sind. Ne, aber so, gut, dass wir letzte Woche diesen Jubeltaumel hatten, oder? Hä? Die Schlagzeile, wir sind Nobelpreis. Super, wir haben abgeräumt, unglaublich. Nobelpreis für Chemie, Nobelpreis für Physik und beides Rentner. Da hat sich das Komitee in Stockholm wahrscheinlich gedacht, oh, 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 ältere Menschen, um die müssen wir uns kümmern, weil in Deutschland macht es ja keiner mehr. Das fand ich schön, dass es doch noch Staaten gibt, in denen der Begriff sozial nicht automatisch zum Schimpfwort wird, wie bei uns. Na, aber wer sich bei den Nobelpreisen gar nicht mehr eingekriegt hat vor Freude, ist unsere große Bundesbildungsministerin, Frau Schwan. Frau, und die hat sich aufgeplustert, du, als hätte sie die Nobelpreise persönlich ins Land geholt, weil sie die Rahmenbedingungen für die Forschung so verbessert hat. Sie hat gesagt, Mädchen, komm, lass stecken. Die Erfindungen sind gemacht worden vor knapp 30 Jahren, da bist du als Backfisch noch mit der katholischen Landjugend beim Tanztee rumgehopst. Die haben ja gedacht, die wollten ja gar nicht aufhören, da gehörten so viel mehr Nobelpreise, der für Literatur, den haben sie auch schon beansprucht, weil der Name Doris Lessing, haben sie gesagt, klar, sind mir schon wieder, da waren die Glückwünsche schon unterwegs. Und dann sind sie draufgekommen, dass es die Tante von Gregor Gysi ist. Da war Hektik angesagt. Mails gelöscht, Glückwunschtelegramme zerrissen und geschreddert. Na, viele haben auch bedauert, dass wir den Hauptpreis aus Stockholm nicht bekommen haben, den Friedensnobelpreis. Der war ja für den Dicken reserviert. Und dann hatten sich Al Gore gekrallt. Da war der Dicke aber sauer. Ja, du Unverschämtheit. Meinen Preis um diesen Ökospinner zu geben, das ist eine Sauerei. Den hatten sie allen Ernstes nominiert. Den Dicken. Für den Friedensnobelpreis. Ist das was für ein Grund, bitte? Weil bei seinem legendären Saumagenessen niemand erstickt ist, oder was? Aber es ist gut, diese ganze Flut ist sehr gut für unser Land, hat auch unser Präsidentenkracher gesagt. Na, das ist auch so einer, bei dem weiß ich auch nicht, was ist er, wo ist er, wer ist er, mal ist er da, mal ist er fort. Über den Sommer war er wochenlang verschollen. Ich hatte schon Angst, hab gedacht, haben sie den entführt? Und wenn ja, wozu? Ein Glück, dass er da bei seinem Pfadfinderabend noch einmal aufgetaucht ist. Der Chef vom Fähnlein Fieselschweif. Ne, und dann hat er seine zweite große, aufrüttelnde Berliner Rede gehalten. Hat gesehen, dass die alte Forderung von Roman Herzog erfüllt ist. Es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Und der Ruck ist ja da jetzt, ne, als Aufschwung getarnt. Und der geht so schnell durchs Land, ne, dass er bei niemandem ankommt, weil er nie anhält. Und da hat Horst Köhler, der ehemalige IWF-Präsident, der Weltökonom, hat er gemahnt. Der Aufstieg des einen darf nicht der Abstieg des anderen sein. Da haben die Vertreter der Wirtschaft aber gesagt, hä? Was erzählt denn der Depp? Das ist doch die Voraussetzung dafür. Das war gut. Hören Sie das? Ich bin geheilt. Oh, Herr Netenjakob, das glaube ich nicht so ganz. Der ist schon seit 3 Jahren, ist der schon bei uns. Er leidet an einer endogenen Beckenbauer-Imitation. Da genügt der kleinste Schlüsselreiz und er macht Beckenbauer. Es war soweit, an Weihnachten wollte er schon mit seiner Sekretärin ins Bett, obwohl er gar keine hat. Ja gut, das kann natürlich mal passieren. Das ist es sicherlich. So ganz geheilt wirken Sie mir noch nicht. Doch, ich hab's im Griff, wirklich. Gut, aber wenn Sie noch mal mit Südafrika telefonieren, um die WM-Organisation zu übernehmen, dann... Na, kommt nicht mehr vor. Gut, wir hatten eine Telefonrechnung von 20.000 Euro gehabt. Ja, war ein kleiner Rückfall, aber jetzt habe ich es im Griff. Ja, das will ich aber schwer hoffen, sonst wissen Sie Bescheid. Geht ganz schnell, Gummizelle und ab. Ja gut, die Gummizelle, sie ist eine hervorragende therapeutische Einrichtung. Die Gummizelle, da kommt der Olli Kahn jede Woche rein. Das ist das sicherliche... Oh Mann, wie schaffen Sie das eigentlich? Was?
Wie haben Sie es geschafft, von Ihrem Stäuber da loszukommen? Ach so, das war ja bei mir in der Früh, das war auf der Schule. Das war, ja gut, das war vielleicht eine ganz frühe orale Phase, in der ich damals mit der... Also mittlerweile, ich bin völlig los davon, habe überhaupt keine... Das ist ganz fest, fest im Griff. Ich glaube, Sie sollten mal dringend in unsere Gruppe da reinkommen, ja? Was ich? Zu euch? Zu der Therapie? Mit den Stimmen? Also bitte, wir wollen eins festhalten. Ich bin hier der Arzt und nicht der Patient. Aber vielleicht können Sie da mal erzählen, wie das in der Gruppe so läuft. Hilft Ihnen ja vielleicht. Na gut, ja, also das läuft toll. Ne? Da, die sitzen so 5 Stimmenimitatoren im Kreis, dann kommt der Gruppenleiter rein so... Ja, herzlich willkommen. Fantastische Stimmung hier in unserer Stimmenimitatoren-Selbsthilfegruppe. Sensationell, rotzfrech die Burschen. Aber ich denke, wir stellen uns alle erst mal vor. Mein Name ist der Peter und ich leide seit 2 Jahren an einer Gerd-Rubenbauer-Imitation. Und damit gebe ich direkt weiter zum Hans. Ja, hallo, ich bin der Hans und ich bin vor 30 Jahren in einer Willy-Brandt-Imitation stecken geblieben und ich komme da einfach nicht mehr raus, meine Damen und Herren. Ja, das ist natürlich schrecklich, aber ich denke, wir machen mal weiter mit dem Olaf. Olaf, was machst du in unserer Gruppe? Es war so, ja, ich habe mal nur so zum Quatsch ja eine Geburtstagsrede als Hallerform gehalten und seitdem, also, ihr lacht, aber meine Freunde gehen schon auf Distanz zu mir. Ich bin schon ganz schön deprimiert. Hey, ich bin der Bernd. Und als ich zum ersten Mal Michael Mittermeier imitiert habe, hey, es war großartig, Wahnsinn, hey, hey. Aber kennt ihr das auch, wenn man das im Büro den ganzen Tag macht? Es geht allen total auf den Sack. Hey, Wahnsinn. Ich wäre ja froh, wenn ich Mittermeier wäre, dann müsste ich wenigstens nicht die ganze Zeit so blöd lachen. Na, war's schon wieder. Ja, das ist alles schrecklich, aber ich denke, wir machen weiter mit unserem neuen Gruppenmitglied. Das ist der Moritz Netenjakob und der hat auch ein echtes Problem. Ja gut, das ist natürlich kein Problem, das ist völlig normal, jedes Kind imitiert heutzutage Franz Beckenbauer. Also mein lieber Freund, da scheint mir doch in Wahrheit ein psychischer Defekt zugrunde zu liegen. Mein lieber, ja gut, wer im Glashaus sitzt, der sollte nicht mit Steinen werfen. Also das ist doch Blödsinn. Das ist kein Blödsinn. Ulf, du imitierst immer noch Reich Ranitzky und du solltest dich langsam mal dazu bekennen. Ach, Papperlapapp, ich rede doch wirklich völlig normal. Also normaler geht's doch wirklich nicht. Hey, habt ihr das gesehen? Der Ulf imitiert Reich Ranitzky und merkt es nicht mal. Wahnsinn, hey, ach, das ist doch Blödsinn. Doch sie imitieren Reich Ranitzky und ich lasse das nicht durchgehen. Ja, das dauert dann 2 Stunden. Hier, ja. Ja. Ich rede gar nicht mehr wie Beckenbauer, ich bin geheilt. Ist schon recht. Gucken Sie mich nicht so an, ja, es gibt viel Beklopptere. Ja, da gibt es einen in unserer Gruppe, der hält sich seit 50 Jahren für Waldemar Hartmann. Ja, hier. Guten Abend. Ja. Oh, was ist? Herr Riechling, das ist eine Ehre. Toll, die Maske wird immer besser. Du sag mal, Doktor, haben Sie denn Jens Lehmann bei dir eingeliefert? Den Lehmann, warum? Nee, ich wüsste nicht warum. Dieser Wahnsinnige hält wie ein Weltmeister gegen die Irren. Also Iren, das waren die Iren. Na gut, die Iren. Und jetzt hat sich diese deutsche Fußballnationalmannschaft viel zu früh für die Europameisterschaft qualifiziert. Und... Ja, jetzt überträgt das ZDF ein Spiel um die goldene Ananas morgen. Ja, das war doch alles so abgesprochen. Das macht den Preis günstiger für Leo Kirch. Der kriegt jetzt Bundesliga und Mädchenfußball im Paket. Was sagst du? Unsere Frauen? Weltmeister? Ohne Gegentor? Wahnsinn! Super. Wäre ich Waldi Hartmann, Herr Riechling, würde ich den dazu Folgendes aus mir sprechen lassen. So sanft wie ihr Manzen. Irgendwann lassen Sie keinen mehr rein. Und den Satz lasst ihr mir nicht selber sagen. Das war doch das Ding, oder? Leck mich mal an. Was wollte der denn da? Hat er wieder einen losgelassen? Ja. Der möchte ja gern als einen unrum, gell? Sagen Sie mal, hat er sich heute nicht Ausgang?
Doch, ich wollte ja auch fort. Aber es geht ja nicht. Erst fährt keine Bahn, dann fährt sie wieder, dann sind die Schalter voll. Und wenn die Schalter leer sind, machen sie zu. Ich wollte nichts anderes wie ihr Fahrgart zum SPD-Parteitag. Ist doch vielleicht mein letzter. Ne, wieso? Ich hätte nichts Akutes stehen. Die Befunde von Ihnen letzten Woche, ist alles normal. Nichts, also keine Beschwerden. Ja, ich nicht. Nicht? Die Partei. Nicht? Die Partei, das sag ich Ihnen, die Partei möchte es nicht mehr lang. Nicht? Jetzt haben sie es da, wo sie es haben wollten. Ja. Wer da? Die anderen. Nicht? Dabei haben wir das doch alle nur recht machen wollen. Ja, das Helfer-Syndrom. Und was habt ihr davon? Ja, nix. Nicht? Wir streiten wie die Kesselflicker und die Schwarze gucken zu und lachen sich kaputt. Naja, es macht schon Spaß zuzugucken, wie ihr abschmiert. Jetzt machen wir fertig. Na, und das wissen die anderen. Die sagen immer, wenn es eng wird, wissen sie, auf euch ist Verlass. Ja. Aber wir suchen uns aber auch immer die Themen raus, wo nichts zu holen ist. Die Sonne, die anderen sonnen sich im Klima, dann passen sie auf, dass der Islamist uns nicht holt, feiern auf unseren Krippenplätzen rum und was haben wir? Naja, Arbeit und Soziales, das rockt doch. Das ist ein Bringerministerium. Arbeit und da kannst du beim Mords was holen. Arbeit ist nicht genug da und Soziale geht ein paar runter. Was ist denn heute noch sozial? Vielleicht darf ich es mit unserem verehrten Bundespräsidenten sagen. Hm. Sozial ist, was Arbeit schafft. Das ist doch blöd gebabbelt. Und die Arbeit, die du schaffst, und die fürs Leben nicht mehr reicht, was ist denn dann? Ja, dann habt ihr doch auch, Finanzministerium gehört euch doch auch momentan. Das ist ja noch schlimmer. Da muss ich den Leuten auf der Gasse erklären, dass ein Sozialdemokrat auf dem ganzen Pulver drauf sitzt und kriegt nichts raus und die anderen holen sich eins ums andere als noch mehr. Da wärst du doch krank. Ja, Gesundheit habt ihr doch auch. Ulla Schmidt. Ja, sauber. Das Beste wird sein, wenn wir bei der nächsten Wahl plakatieren. Ohne uns wäre es schlimmer, deshalb SPD. Ja, oder? Sowas. Das ist aber, das nimmt ja. Da haben wir es ja. Das nimmt euch ja auch keiner mehr ab. Weil die Gefahr lauert doch ganz woanders. Hat doch Franz Müntefering, hat es doch da in dem Streit ums Arbeitslosengeld gesagt. Er hat vor einem Linksruck gewarnt. Wen? Uns? Nein, die CDU. Na, no, mach Gott Dinge. Ja, und was hat die Ding dazu gesagt? Was für Ding? Die Ding, die Merkel. Ach so, die, ja, nix. Die hat uns durch ihren stellvertretenden Regierungssprecher Steg mitteilen lassen, er könne leider nicht sagen, welche Meinung die Kanzlerin dazu vertritt. Das glaubst du doch nicht. Kann man das nicht verbieten? Was? Das, dass so eine Kanzlerin wird, gibt es ja keinen Paragraph dagegen. Ja, selbst wenn, wozu? Es geht uns doch super. Sagt sie doch immer, wenn sie was sagt. Deutschland hat allen Grund zur Zuversicht. Wie jetzt hier? Zuversicht? Wo habt ihr denn den her? Ob er recht oder Zuversicht, das ist doch dumm Geschwätz. Kein Wunder, Zuversicht, weil wir uns alles gefallen lassen. Weil wir ja nichts machen dagegen. Wenn ich so ein Land wäre, da hätte ich auch Zuversicht. Ja, das hätte mir auch Spaß machen in so einem Land, wo die Leute sich alles gefallen lassen. Verstehst du? Ich hole Ihnen mal was. Ich brauche nichts. Jetzt sagen Sie alle da. Wir haben bei uns in der Straße haben wir auch einen. Der lacht den ganzen Tag und findet alles prima. Aber der ist als Kind von der Schaukel gefallen und hat einen Duppe. Verstehst du? Ja? Über den sagen Sie auch immer, der tut's gut, der ist blöd. Ja? Der kriegt nichts mit. Aber das, so kannst du doch Politik nicht machen. Die Merkel, die kann sagen, was sie will, ist alles noch beliebt. Und der Beck, der kann sagen, ach, was er will. Aber das ist sowieso immer verkehrt. Jetzt neulich war er in Afghanistan, nicht? Und wie er wiederkam, hat er gesagt, man misst mit den Banditen, wie heißt Taliban, mit denen müsst man schwätzen. Da haben sie ihn angeguckt, als ob er der letzte Depp wäre. Jetzt sagen die Afghanen selber, da lacht keiner. Verstehst du, es hat doch alles keinen Wert so. Ich wähle, das sage ich euch, ich wähle den Kurt Beck. Aus Mitleid. Ja, der hat es nicht einfach. Aber die anderen wählen doch nicht aus Mitleid. Und Leute wie ihr, den doch nicht aus Mitleid wählen. Wobei es auch schon egal ist, wenn wir hinstellen. Wir können ja sowieso nichts machen. Wir dürfen ja gar nichts fordern. Verstehst du? Wir dürfen nichts fordern, weil der Aufschwung wackelt. Und warum wackelt der Aufschwung? Weil der Export alles in Ordnung ist, da läuft es wie blöd, aber beim Einzelhändler am Eck, da läuft gar nichts. Warum läuft beim Einzelhändler am Eck nichts? Weil wir kein Geld kriegen, da können wir auch nichts kaufen beim Einzelhändler. Warum dürfen sie uns nicht mehr Geld geben? Weil der Aufschwung wackelt. Da brauchst du doch nicht mehr Schwätze groß. Das hat doch gar keinen Wert. Wir müssten mal ein paar Monate lang gar nichts kaufen. Verstehst du? Nur noch Brot,
Butter und Wurst. Da reden sie aber blöd, gucken die alten Brüder. Verstehst du, boykottieren, randalieren, freiwillig rücken die nichts mehr raus. Wenn die sich erst mal was unter den Nagel gerissen haben, dann geben sie freiwillig gar nichts mehr. Nicht nur, wenn nur die, das ist das Problem, die geben uns nur noch was, wenn sie uns brauchen und sie brauchen uns nicht mehr. Das, da hängt's. Ich sag euch mal was. Mein Bub, warum der auf eine bessere Schule gekommen ist damals, nur wegen dem Sputnik, das war der einzige Grund. Arbeiterkinder aufs Gymnasium, das hat nur geklappt wegen der Angst vom Russ. Das hätte die SPD noch 100 Jahre plakatieren können. Uns wäre nichts daraus geworden, wenn der Russ nicht den Sputnik abgeschossen hätte. Und da haben sie den Arsch voll gehabt und haben gesagt, so, jetzt brauchen wir die Arbeiterkinder, wir haben keine Ingenieure, wir wollen auch so ein Ding haben. Und dann haben sie sich Mühe gegeben mit unseren Kindern und haben in der Schule was geboten. Und heute ist gar nichts, verstehst du? Unsere Kinder, da kümmern sich einen Scheißdreck drum, die eigenen Kinder geben sie auf die Privatschule und das Handwerk wundert sich, dass wir keine Ingenieure haben. Da werden sie sich noch lang wundern. Wahrscheinlich werden sie so lange warten müssen, bis sie mal wieder in Sputnik und die Ohren fliegt. Aber dann Chinesische von mir aus, das wäre mir sogar egal. Wisst ihr warum? Es ist mir egal, ob sie von mir aus können sie auch vom Chines Angst haben, wenn sie unseren Kindern was haben. Hauptsache, sie machen überhaupt was. Wenn sie von uns schon keine Angst mehr haben, von mir aus welchem Chines, das ist mir egal. Und von mir aus können sie auch mal wieder anständig scheppern, das wird mir auch nichts ausmachen. Nur uns dürfen wir nicht machen. Wir dürfen kein Attentat, sonst werden wir den Schäuble gar nicht mehr los. Das sage ich euch. Ne? Und das, was ich mir mal gesagt habe, da kann ja alles immer wieder hart kommen. Ja. Aber ich sowas von da kann ja. Das war nie mehr wert. Hey. Den werden wir auch nicht los, den Schäuble. Und der setzt dem Otto Schilly noch eins drauf. Hä? Wer hätte das gedacht? Dem Schilly, dem alten Iris-Diagnostiker. Hä? Der Schilly war ja mal Anthroposoph. Ja, Anthroposoph war der. Ja, das kommt davon, wenn man in der analen Phase nur Holzspielzeug kriegt. Ja. Ja. Advent, Advent, mein Ständer brennt. Hoffnungsvolle alte Männer haben damals die Verfassung geschaffen. Ängstliche alte Männer schaffen sie jetzt ab und schleifen sie zumindest. Jetzt wollen sie Flieger abschießen, der Junge und der Schäuble. Kurswechsel heißt das bei der Merkel. Das war schon Köhlers Idee. Vor Jahren schon. Das war von Köhlers, das war eine seiner ersten Amtshandlungen. Dass er die Flugpassagiere einer entführten Maschine zum Abschuss freigeben wollte. Guter Mann, der Köhler. Artikel 1, Grundgesetz wackelt. Und was für Embryonen und Stammzellen gilt, gilt für Pauschaltouristen nicht mehr. Fatih mit Krebs im Endstadium, der nicht mehr mag, muss zur Lösung immer noch in die Schweiz fahren. Da reicht Ihnen jetzt hier ein Frühbucherrabatt. Zack, locker. Tui, schöne Ferien. All inclusive, ja. Last minute, logisch. Problematisch wird es mit dem Abschuss natürlich in dem Moment, wo sich Embryonen an Bord befinden. Hey Chef, ja. Wir können nicht abschießen. Wieso? Befindet sich eine Stammzelle an Bord. Ein Mann mit Krebs im Endstadium, das wäre aktive Sterbehilfe. Das ist nicht lustig. Das ist Köhlers Gesetzeslage. Ja. Der Köhler sagt, er hätte damals beim Unterzeichnen doch auch schon Zahnschmerzen gehabt. Kopfschmerzen wären angemessen gewesen. Aber wo nichts ist, Phantomschmerzen, ja. Neulich hat der Köhler mehr Bildung gefordert. Bisschen spät, Herr Köhler. Ja, gegen den Bürokrat und den Technokrat hat der Ethikrat keine Chance. Ach, im Leben nicht. Luftsicherheitsgesetz heißt das Monster. Die haben ja jetzt auch den Terroristen verboten, über das Regierungsviertel zu fliegen. Na, jetzt sind die ganz schön angeschissen, hä? Damit haben die nicht gerechnet. Müssen komplett umdisponieren jetzt. Jetzt haben wir sie. Ja, hallo? Frau Laden? Ja, grüß Gottle, Frau Laden. Hier ist Al-Qaida Schwäbisch Gmünd. Ist der Osama daheim? Das ist ein Ferngespräch. Ja. Ja, grüß Gott, Leo Osama. Hier ist Al-Qaida Schwäbisch Gmünd, du horch mal. Wir haben ein Problem. Wir dürfen nicht mehr fliegen.
Wir werden von Schildbürgern regiert. Die fahren mit dem Schatz raus aufs Meer, schmeißen den über Bord und markieren die Stelle am Boot. Hä? Hä? David? Einen Angst und Sonne. Am Flughafen an der Sicherheitskontrolle haben sie mir mein Nagelnecessaire abgenommen. Schere und Pfeile und Zwicker und all das. Dann habe ich gebordet und saß auf meinem Platz. Und vor mir im Netz steckte die Hapag-Lloyd-Broschüre. Und da können sie dann Nagelnecessaires kaufen. Ja. 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 Die nehmen einem das Zeug unten ab und verkaufen es einem oben wieder. Das ist das Kerngeschäft, glaube ich. Neulich habe ich die Probe aufs Exempel gemacht. Ich bin mit so einem Nagelzwicker nach vorne ins Cockpit. Hab dem Piloten den Nagelzwicker so an die Schläfe gehalten. Hab gesagt, er soll sofort in die Sparkasse Recklinghausen fliegen. Sonst schneide ich ihm die Nägel. Na sicher. Doch, hat er nicht gemacht. Eine äußerst seltsame Umfrage von Forsa. 72% aller Bundesbürger fürchten ein Attentat der Islamisten mehr als ein Attentat der RAF. Boah, nein. Boah, ja gut, die RAF gibt's ja nicht mehr. Ja, das ist doch witzig, so absurd sowas. Aber es hat mich auf eine Idee gebracht. Na. Wenn es sie noch gäbe und sie würde zum Beispiel zum 30. Jubiläum des Deutschen Herbstes eine Geisel nehmen. Aber selbst wenn, welche von den Lachnummern sollten sie denn führen? Ja. Da wird doch kein Lösegeld gezahlt, es kostet Vergnügungssteuer. Ja, jetzt machen Sie mal hier keine Witze. Nehmen wir an, Sie würden eine Geisel nehmen. Also gut, selbst wenn, ja und? Dann wird es wie damals, dann wird wieder ein Krisenstab gegründet, aus die Maus, kein Problem gelöst. Nein, eben nicht aus die Maus. Der Krisenstab, der war damals mit Heroen besetzt, mit Leuten wie Schmidt, Strauß, Bendisch. Ja, ich erinnere mich dunkel. So, eben. Und jetzt stellen Sie sich mal diesen Krisenstab, besetzen Sie den mal heute. Ja, ja, kein Problem. Der Innenminister müsste noch hin. Genau, das waren damals zum Beispiel so Liberale wie Mayhofer und Baum. Ja, gut, das wäre dann heute wäre Innenminister. Oh je. Da haben wir es schon. Da geht's schon los. Dann Oppositionsführer, Fraktionschef. Natürlich, alle. Waren alle dabei. Aber das waren damals so Kaliber wie Strauß und Wehner. Ja, das wären heute Westerwelle, Struck und Kauder. Eben. Und Lafontaine. Ja, Lafontaine, wer kommt, der schlägt sich ja gleich in die Büsche, weil gründet seinen eigenen Krisenstab und fort ist er. Aber Moment mal, habe ich das richtig? Alle Parteien? Alle Parteien im Parlament senden niemand. Oh mein Gott, dann müsste ja auch Claudia Roth. Die würde dann wahrscheinlich in vorauseilender Trauer im schwarzen Dirndl kommen. Kanzleramtsminister fehlt noch. Ja, das war damals Bendisch, nicht wahr? Der Mann hinter den Helden von Mogadischu. Ja, es wäre dann heute, wäre das der Monsieur. Ja. Merken Sie was? Den kennt überhaupt keiner. Nicht? So, und jetzt kommen wir zum Kern des Problems. Leiter des legendären Krisenstabes war damals Helmut Schmidt, der hanseatische Fels in der Brandung. Und dessen direkte Nachfolgerin wäre eine Frau, Herr Prior. Ja, ach so, ja, richtig, ja, das wäre dann Sie. Und das ist alles? Sie regen sich da überhaupt nicht drüber auf? Nein, wieso? Ihre Angela Merkel als Leiterin eines solchen Krisenstabes. Ja, ne, ist doch schön. Sagen Sie mal, was ist denn in Sie gefahren? Wozu erzähle ich das denn, wenn Sie sich nicht aufregen? Mit Ihnen stimmt doch irgendwas nicht. Diese Selbsterfahrungsgruppe tut Ihnen nicht gut. Sie sind ja vollkommen verändert. Mit dem Mann kann man überhaupt nichts mehr anfangen. So ein Blödsinn, ich erzähle Ihnen das, und er regt sich nicht auf. Ich weiß nicht, was er hat. Ich nehme das locker. Ich nehm das total locker, weil selbst wenn Sie die Leiterin des Krisen... Sie wäre ja nie da. Weil der Krisenstab wäre ja im Land. Und was im Land passiert, das interessiert sie ja nicht. Ne, es ist ja dauernd auf Tour. Die hopst ja immer nur im Ausland irgendwo rum. Langsam wird es ein bisschen eng, weil ihr gehen allmählich die Länder aus. Ne, Afrika ist abgehakt. Ihre große Rede vor der leeren UN-Vollversammlung ist auch verplätschert. Mein lieber Freund, da war sie aber mutig. Hä? 2 Tage, nachdem sie in Birma die Mönche niedergeknüppelt hatten, hat sie schärfere Sanktionen gefordert bei der UN. Ja, gut, gegen den Iran, hat die Länder ein bisschen verwechselt. Na, aber also, zu Birma hast du dort von ihr nichts gehört. Das hat ihr die deutsche Wirtschaft verboten, um die Handelsbeziehungen zu China nicht zu gefährden. Weil die Chinesen verkretzt genug waren von ihrem Fotoshooting mit dem Dalai Lama. Das sein musste, damit Roland Koch einen gelungenen Wahlkampfstart für Hessen gab.
seit sie gemengt sind, sind die Zusammenhänge global, die niemand mehr versteht. Dabei ist eigentlich alles so klar. Die Kanzlerin lobt Schröder für seine Agenda, um der SPD so den Rest zu geben. Daraufhin plädiert Schröder entschieden, den Genossen Beck nicht vollends zu demontieren. Beck lässt aus Andalusien übermitteln, erkenne keinen Schröder. Ne, wird darin von Jürgen Rüttgers unterstützt, woraufhin Lafontaine, dem Arbeitnehmerflügel der CDU, ein Koalitionsangebot macht, wenn die gekürzte Pendlerpauschale zurückgenommen wird, damit der durch Hartz IV zu früh verstorbene Sozialhilfeempfänger nicht auch noch zu Fuß zu seiner Beerdigung laufen muss, die er sich ohnehin nicht mehr leisten kann, weil das Sterbegeld gestrichen wurde, da Guido Westerwelle sich nicht für den Mindestlohn für private Sargzusteller erwärmen konnte, weil dadurch das Briefmonopol der Post gefährdet werden könnte, die an dem Trauerzug aber ohnehin nicht teilnimmt, wenn die Lokführer streiken, weil Joschka Fischer darüber ein Buch schreibt, das Klaus Wowereit lesen muss, bevor er die gemeinsame Talkshow mit Eva Herrmann unter Protest zu verlassen droht, was aber nicht geht, bevor Johannes B. Kerner diesen Eklat der Bild-Zeitung vorab übermitteln konnte, um so seine Quote zu erhöhen, damit Leo Kirch das ZDF aufkaufen kann, um damit vom Elend bedrohten Pensionären in Malibu Beach zu ermöglichen, weiter Formel 1 gucken zu können, die bei der McLaren Mercedes bald nicht mehr mitfahren darf, weil Fernando Alonso die Konstrukteurspläne bei Ferrari gemobst hat, die in Wahrheit die Blaupausen des schleswig-holsteinischen U-Boot-Deals mit Südafrika waren, weshalb damals Uwe Barschel in Genf von Guido Knopp in den Selbstmord getrieben wurde, um so zu vertuschen, dass der Chauffeur von Lady Di, die gedoubelt wurde von Veronika Ferres, verkleidet als Veronika Ferres, in der Rolle der Veronika Ferres am Checkpoint von unserem Charlie, nur deshalb den Affen machen musste, damit Maria Furtwängler... Ich habe was für Sie. Hier, nehmen Sie eine Eisentablette, damit Sie in Form bleiben. Nehmen Sie, das ist gut. Ja, das war großartig. Ich bin begeistert. Wunderbar, haken Sie sich ein. Haken Sie sich ein. Das wird... Ihnen dreht sich alles. Ihnen dreht sich alles, krank vom Wunder. So gefallen Sie mir wieder viel besser. Ja, Gott sei Dank. Jetzt geht's wieder. Ja, wir sind fertig. Ja, aber Sie auch? Nein, die Sendung. Ach so, okay. Ja. Dann müssen wir. Das war Neues aus der Anstalt, meine Damen und Herren. Heute mit unseren Gästen Sigi Zimmerschied, Moritz Netten-Jakob, Waldi Hartmann. Danke, dass Sie dabei waren. Wenn Sie sich wieder einliefern möchten, die nächste Anstalt hat geöffnet am 20. November, wie immer um 22.15 Uhr.